Hey! Hab dich! Ja, hallo zurück. Ach, ich wollte ein ungestelltes Foto. Ich möchte eine Fotojournalistin sein, die die Stadt so zeigt, wie sie ist. Wie dieses Foto von Peter Parker. Das war vor langer Zeit sein allererstes Coverfoto. Sowas will ich machen. Wow, unglaublich, dass du das hast. Das erste Cover. Ich weiß noch genau, wann er das gemacht hat. Mr. Jameson, hier ist Peter Parker. Ich wollte Ihnen ein paar Fotos verkaufen. Naja, mein Onkel ist gestorben und die Hypothek ist fällig und... Parker, Ihr Leben interessiert mich nicht. Tut mir leid. Ich sitze vor dem Bugle bei einem Kaffee. Wenn Sie hier sind, bevor ich fertig bin, sehe ich mir Ihre Fotos an. Aber ich warne Sie, ich trinke schnell. Mr. Jameson, ich bin mit dem Rad auf der 5. Der Verkehr... Wenn Sie was wollen, strengen Sie sich an. Aber... Sind Sie jetzt New Yorker oder bloß irgend so ein kaffender Tourist? Ein New Yorker? Na, dann schreien Sie weg da und bahnen sich Ihren Weg. Und wenn's nicht weitergeht, fahren Sie außen rum. New Yorker finden immer einen Weg. Komm schon. Wissen Sie, wieso die Menschen hier leben? Wegen der billigen Mieten, der niedrigen Lebenskosten? Nein. Dieses gottverlassene Höllenloch ist die tollste Stadt aller Zeiten. Oh nein. Fische. Lassen Sie die Ausreden und machen Sie weiter. Oh, das stinkt. Oh nein, eine Baustelle. Ich schaffe es niemals. Konzentrieren, Parker. Entschuldigung, darf ich mal durch? Sie sind New Yorker, Sie fragen nicht, Sie sagen es Ihnen. Sagen Sie, pass auf, Schwachkopf, die Straßen gehören mir. Hey, Schwachkopf. Ups, sorry, Verzeihung, ich muss mal durch. Mann, Parker, erbärmlich! Seien Sie ein Mann! Zeigen Sie denen Ihre Männlichkeit! Ja, Sir! Moment, was? Fast geschafft! Ich fahre durch den Washington Square Park! Mein Kaffee ist gleich alle, Parker! Schwingen Sie Ihren Hintern hierher! Der Junge wird sich noch umbringen. Danke. Seien Sie nicht so schüchtern. Tut mir leid. Und keine Entschuldigung. Sorry, ich meine... Augen auf die Straße. Aber Sie sagten... Konzentrieren! Wird er gerade ausgeraubt? Passiert hier ständig, Parker. Seien Sie ein New Yorker. Sei ein New Yorker. Die Stadt ist voller Menschen, Schätzchen. Spidey wird nicht kommen. Hey, lass ihn in Ruhe. Was hast du gesagt, du Bohnenstange? Hey, was gabst du so, du Tourist? Oh, war nur ein Witz. Jetzt reicht's. Er kann was erleben. Ich reiß dich in Stücke, du kleiner Freak. Tut's weh! Aber nicht sehr! Klappe! Sei einfach still! Je größer du bist, desto... Nicht, dass du fett wärst! Das meinte ich nicht! Ich schraub dir deine rüber! Geschafft! Und es hat sogar... Spaß gemacht. Alles okay? Ja, weil du zu Hilfe kamst. Danke. Mein Rad hat auch was abbekommen. Oh, wie komme ich jetzt rechtzeitig zum Bugle? Oh, meine Fotos, alle ruiniert, bis auf eins. May braucht das Geld. Und ich diesen Job. Ich schaff das auch zu Fuß. Ich muss. Aus dem Weg! Ich bin ein New Yorker! Lasst mich durch, Leute!
Komm schon, komm schon! Wo ist er? Mr. Jameson? Peter Parker? Sie sind zu spät. Ich habe etwas für die Titelseite des Bioge. Ziemlich großspurig, was? Ich trage mein Selbstbewusstsein jetzt nach außen. Wie ein New Yorker. Parker, das ist schrecklich. Miese Beleuchtung, grottenschlechter Bildaufbau. Nur Gott weiß, warum Sie noch Filme verwenden wie ein Höhlenmensch. Und Ihre Nase blutet. Aber Sie haben Glück. Ich brauche ein Bild von dem Spinnenfreak für die Titelseite morgen. Glückwunsch! Sie sind jetzt Bugle-Fotograf. Wirklich? Danke, Sir. Sie werden es nicht bereuen. Alles okay? Du starrst das nämlich schon seit circa 5 Minuten an. Ja, ja. Also, kannst du mir sagen, wie ich Peter Parker treffen kann? Du willst ihn nicht kopieren. Mach dein Ding. Was ich dir sagen kann, ist, dass er gelernt hat, seine Ziele zu verfolgen. Und bei Problemen einen anderen Weg zu finden. Gut. Ich werde einen anderen Weg finden. Gib mir ein Actionfoto für den Bugle. Oh, klar. Gerne. Passt das? Ja, und neig dich im Sprung nach links für ein Silhouettenbild. Okay. Geht klar. Achtung. Fertig. Spring! Yeah, Spidey! Bis zum nächsten Mal! Achtung, Truthähne! New Yorker im Anmarsch! Scheint das neue Schwarz zu sein. Ah, sehr nützlich. Mal sehen, was Dr. Young hier draußen vorhat. Okay, dann mal los jetzt. Der Test besteht aus 2 Teilen. Erst müssen Sie der Drohne beibringen, was sie anvisieren soll, um die Bienen zu schützen. Schön. Trainieren wir ein paar Bienendrohnen. Oh, und zwar möglichst bevor der Akku der Drohne leer ist. Sorry, wir arbeiten an der Akkulaufzeit. Verstanden.
Also los. Nein, danke, bienenfressende Wespen. Ich hätte gedacht, dass Ratten Bienen fressen. Ratten fressen wirklich alles. Bienenwölfe, verschwindet. Erwischt. Der Datensatz ist komplett. Jetzt bringen Sie der Drohne bei, optimale Nistplätze zu identifizieren und zu markieren. Bienenimmobilie? Dann mach los. Achten Sie auf die Flaggen. Sie markieren ideale Orte. Auf geht's! Ich bin wie ein Bienenimmobilienmakler. Ein Immobilienmakler. Bingo. Der Datensatz ist komplett. Die Drohne fliegt nun zurück und lädt die Daten hoch. Danke, Peter. Das dürfte gutes Material für die KI sein. Hoffentlich findet Dr. Young das auch. Standen wir besser, Kumpel. Was haben wir denn hier? Effizienten Batteriefahrräder. Super. Wir möchten, dass Sie mit dem Rad durch 10 Kontrollpunkte fahren, um reale Akkuwerte zu messen. Gehen Sie zum Fahrradständer im Central Park. Ihr Ausweis gewährt Ihnen Zugriff. Wir brauchen keine Schlagzeilen. Das ist ein Job für den guten Pete. Jetzt kann ich eins dieser coolen, hochmodernen Dinger fahren. Okay, los zum ersten Kontrollpunkt. Gleich komme ich an den Kontrollpunkt. Ein Konzert. Echt cool, dass ich gerade eine Batterie auflade.
Meine Energie ist Energie für alle. Früher waren Harry und ich hier jeden Sommer auf Konzerten. Das könnten wir mal wieder machen. Check? Wow, das ist nicht normal. Ich denke nicht, dass das Fahrrad ein eigenes Feuerwerk geben sollte. Das ist nicht sicher. Bei diesem Tempo überlädt die Batterie und explodiert. Ich muss es schnell zur Fahrradstation bringen, wo man die Ladung sicher entladen kann. Ganz ruhig, Drahtesel. Halte durch. Vielleicht kann ich die Überladung durch einen Tempoboost ein wenig reduzieren. Die Brücke ist blockiert. Ich muss irgendwie darüber. Verzeihung! Achtung! Puh, das war verdammt knapp. Die Batterie wird sicher entladen. Aber Dr. Nguyen sollte wissen, dass ein Kurzschluss offenbar eine thermische Reaktion bewirkt hat. Wenn es nicht im Labor passiert ist, sind sicher die variablen Außentemperaturen schuld. Ich habe ein paar Ideen für die Wärmeregulierung. Säubern die Stadt von innen heraus. Hey, ich hab was gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Dritten angepinkt. Jemand anders verfolgt sie also? Genau. Ich muss nur herausfinden, wer. Alle weiteren Bots, immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Sache langsam näher. Thank you.
gar nicht schlecht. Was geht hier vor? Nichts Gutes! Das sind eine Menge Nistkästen. Gute Bienenimmobilie. Peter, danke für die Hilfe. Wie zuvor schulen wir die Drohne darin, Feinde wie Ratten und Bienenwölfe zu erkennen, damit sie die Nistkästen bewachen kann. Okay, lassen wir alles mal hochfahren. Zeit für Zielübungen. Bienenleibwächter aus Queens. Gib dem Wort Bienenqueen eine neue Bedeutung. Das ist aber ein großer Kerl. Ratatat, Ratte. Sehr schön. Das ist ein Selbst. Unbekannter Feind entdeckt. Oh oh, was ist das? Das sehe ich mir besser mal. Oh, dieser Vogel. Er sucht die Nester. Er will die Bienen fressen. Aha. Merops albicolis, ein Weißkehlspindbienenfresser. Der Name sagt schon alles. Ich muss den Vogel dorthin scheuchen, wo er herkommt. Ich frage mich, ob diese Drohne einen Realweltmodus hat. Cool. Jetzt kann ich den Vogel tatsächlich in Schwung bringen. Wenn ich herausfinde, wo er herkommt, kann ich sehen, ob da noch andere sind. Hey, Vogel! Ich kann dir nicht folgen, wenn du nicht fliegst. Los jetzt! Ich gebe dir einen kleinen Schubs. Husch! Husch, Vögelchen! Bleib in Bewegung, Kleiner. Ich muss schießen und ihn aufscheuchen. Du darfst die Bienen aus Queens nicht fressen. Oder die Bienen Queens. Ah, das ist dein Zuhause? Du musst entwischt und dir einen Snack gesucht haben. Na bitte. Okay, ich schätze, das war's erstmal. Die Drohne fliegt im Handumdrehen zurück in die Basis. Keine Ahnung, ob bienenfressende Vögel die ganze Stadt bedrohen, aber ich sage es Dr. Young. Wir sollten die Drohnen unbedingt auf die Suche nach Ausreißern programmieren. Thank you.